Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder einschaltet. Wir wollen heute mal nicht über Krankheiten reden. Ich möchte euch einfach mal meinen Faible erzählen. 1991 hatte ich ein Geschäft aufgemacht. Damals war es große Mode, Secondhand. Das war natürlich auch mein Faible. Ja, ich kaufe gebraucht. Damals schon und wie heute. Das heißt, Möbel, Haushaltsgeräte, Elektronik. Ich habe manchmal drei Geschäfte gehabt und fünf Mitarbeiter. War ganz groß im Kommen, na, nach der Wende, man möchte was Neues haben, hatte kein Geld für ja, viele teure Sachen, so kaufte man Gebrauch. Und das ist auch heute noch mein Faible. Ich habe meine halbe Wohnungseinrichtung damals schon Gebrauch gekauft und wenn ich heute was brauche, gehe ich auch in den Secondhand. Und vor allen Dingen auch für Kleidung. Kleidung im Resale. Das wird nochmal richtig. Ich gehe jede Woche einkaufen und gucke und ich finde jede Woche irgendwas Schönes, auch was ich heute wieder anhabe. Das zeige ich euch nachher. Habe ich gestern gefunden. Und so ist es eben, ja, für ein kleines Geld sich immer wieder neu einkleiden. Und wenn ich was gekauft habe, verkaufe ich wieder dann bei Vinted. Wenn du liebe Leute hast, die was abgeben, die gebraucht was abgeben. Ich habe zum Beispiel eine Freundin, die gibt uns jetzt ja einen Koffer und wir schauen dann, was wir gebrauchen können. Entweder tun wir jemand anders wieder was Gutes und es sind sehr hochwertige Waren. Ja, die würde ich mir gar nicht so kaufen für diese Gelder, unter anderem auch mal Taschen dabei oder Schuhe. Was soll's, ich finde es sehr gut. Resale ist eine gute Sache. Es ist gut für die Umwelt, wenn nicht alles weggeschmissen wird. Und das ist doch heute der Trend, die Umwelt. Ja. Also werden die Sachen wieder aufgetragen. Wenn man es nicht mehr möchte oder generell nicht passt, dann kann man das weiterverkaufen bei Kleiderkreisel, jetzt Vinted. Es gibt noch andere ja, Seiten, wo man das machen kann. Und ich bin generell dafür, Gebrauch zu kaufen. Ja, ansonsten muss ich sagen, ich zeige euch mal ein paar Beispiele, was man auf gebrauchten Sachen machen kann. Ja. Die schöne Standuhr, das ist das einzige Stück, was aus meinem Geschäft geblieben ist. Das werde ich auch in Ehren halten, ist so ein kleines Andenken. Diese Tischgruppe habe ich von jemand abgekauft. Warum soll ich dafür 2000 Euro bezahlen? Ich habe 400 bezahlt. Genauso gut wie diese Vitrine. Diese Vitrine, ja, hat gut und gerne mal 2500 Euro gekostet. Ich habe mit einer Anrichte nur 500 bezahlt. Das ist mein neues Outfit, was ich gestern gekauft habe, für 15 Euro. Also ich kann nicht sagen, man hat uns vergessen von der Mode, denn wir machen unsere eigene Mode. Wir können die anziehen, was wir gerne möchten. Und mal ganz ehrlich, die heute 75-Jährige, die sieht doch fast aus wie die 60, also können wir doch alles tragen. Die paar Falten, die übersehen die, wenn die ganze Optik stimmt. Und so bimse ich ein Kleid, was ich jetzt gekauft habe bei TK Maxx. Es war zwar 70 Euro, aber trotzdem, es ist ein hochwertiges Kleid von einer Marke, was garantiert dreimal so teuer war. Das heißt, meine Tasche habe ich auch von einer Freundin für ein kleines Geld gekriegt, eine Markentasche. Und hier habe ich wieder ein Jäckchen vom Secondhand. Die Schuhe vom Secondhand für ein kleines Geld. Und schon ist das Outfit aufgepimpt. Oder nicht? Das kann ich doch tragen mit 75. Das war nur eine kleine Auswahl von dem, was ich euch gezeigt habe. Ich glaube, wenn ich meinen Kleiderschrank mal rufen würde, Secondhand oder TK Maxx raus, dann ist er leer. Ganz selten, dass ich mal sowas Neues kaufe und wenn, dann ist es auch nur im Ausverkauf. Also wie gesagt, ich bin ein kleiner Sparfuchs. Naja, was soll's? Ich glaube, ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Gebt mir ein kleines Feedback, ich würde mich freuen, auch für einen Daumen. Also bis zum nächsten Mal. Mal schauen, was ich da für ein Thema für euch habe. Tschüss!